لجأت إليك، العفو لديك، لجأت إليك، العفو لديك يا الله، لجأت إليك. العفو لديك، لجأت إليك، العفو لديك. من خشيتك عيون ظرفت يا رب يا رب، ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا رب. من خشيتك عيون ظرفت يا رب يا رب، ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا رب. نشكو ألما نرجو فرجا فاغفر وانقذ ذنوبا زادت يا الله 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 يا الله. يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله über dem Himmel, genau. Und nichts geht von seinem Wissen weg, was ihr da tut, obwohl er da oben ist. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er am Anfang des Vers sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der as-samawati wal ard, der die Himmel und die Erden in sechs Tagen erschuf und dann auf seinem Thron sich hingesetzt hat. Allah hat die Erde doch vor dem Himmel erschaffen. Vor dem Himmel. Dann ging er hoch und dann hat er sieben Himmel erschaffen. Pass auf. Dann kam er runter.
ثم نزل. Dann kam er runter. Ich bin der Vertraute von demjenigen, der über dem Himmel ist. Es geht nicht darum, welche Meinung gefällt mir besser oder was hört sich gut an für mich. Ach, das hört sich auch gut an. Ach ja, so Allah ist weder in der Welt noch außerhalb der Welt, noch verbunden mit der Welt, noch getrennt von der Welt. Hört sich auch gut an. Haben es zwar noch nie gehört. Perfekte Beschreibung des Nichts, aber okay. Ja? Wenn, das ist ja das, was Sie sagen. Ja? Ich habe das mal meinem Vater gesagt. Was würdest du sagen, wenn ich erzähle, wir glauben an einen Gott, der ist nicht in der Welt, nicht außerhalb der Welt, nicht getrennt mit der Welt, nicht verbunden mit der Welt? Meine Mutter hat gesagt, wie? Wo ist er denn? Und dann hat mein Vater kommentiert und sagte, ja, den gibt's nicht. Den gibt's nicht. Das ist die perfekte Beschreibung des Nichts. Nur. Gott gesagt, ja, woher willst du wissen, dass er mit seinem Wert, mit seinem Wesen über dem Himmel ist? Mashallah, wenn ich zu dir sage, mein Vater ist im Haus, sagst du, dann ist er mit seinem Wert, mit seinem Wesen im Haus oder mit seiner Macht im Haus oder wie oder was? Er ist über seinen Thron, mit Wesen, mit seinem Wesen. Natürlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala oben ist und wir sagen oben und man darf auch zeigen, man darf zeigen und man darf sagen, wo ist Allah? Und Al-Kursi ist der Ort, wo Allahs Beine sind. Das ist der Ort, wo die Beine von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und er hält mit einem Finger, subhanahu wa ta'ala, er hält, subhanahu wa ta'ala, die Erde. Show gratefulness where the call is to Allah, where the call is to Allah. Alle bekämpft von den Kuffar Asliyun, von den Murtaddin, von den Munafiqin, von den Angsthasen, von allen. Alle sind zusammen. Verein, Folkloreverein, ja, der irgendwie versucht für seinen eigenen Verein hier, wir sind der Verein so und so oder so und so. Subhanallah,
Hier, wir müssen jeden aufrufen. Wenn wir das nicht machen, werden wir vernichtet werden. Was hast du gedacht? Hast du gedacht, Allah lässt das so sein? Die Botschaft und bringst keinem was bei? Subhanallah, und hast gedacht, neben dir stehen die Christen und die geben Gas für ihre Religion, die geben jeden Cent für ihre Religion und du als Muslim, du bist am Schlafen. Ach ja, aber irgendwann wirst du aufwachen. Aber wir wollen hoffen, dass du nicht aufwachst, wenn im Grab zwei Engel vor dir stehen und sagen, Men Rabbuk, wer ist dein Herr? Denn wenn du dann aufstehst, dann ist es zu spät. Achi, wir machen keine Witze. Und diese ganzen Folklorevereine, die können ruhig Saltos schlagen, sich wie Rumpelstilzchen aufregen für ihre eigene Unfähigkeit und ihren Neid zur Schau stellen, weil sie es in 30 Jahren nicht geschafft haben, die Lage der Muslime zu verbessern, sondern das Gegenteil. Aber glaub es mir, uns kann keiner aufhalten, inshallah. Wir werden weitermachen. Wir werden von Stadt zu Stadt gehen und wir sehen, wie der Widerstand bröckeln wird, inshallah. Kalimatan, Habibatan, illa Rahman, Khafifatan, ala Lisan, Thaqilatan. سبحان الله وبحمده